Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und zwar möchte ich euch in diesem Tutorial zeigen, wie ihr am besten und am schnellsten durch Pokéjobs EP farmen könnt. Und dafür müssen wir zu so einem Computer gehen. Wisst ihr bestimmt, gibt es in jedem Poké-Center. Wir gehen da jetzt mal rein und ich werde die Kamera wegmachen, damit ihr alles gut sehen könnt. So, hier wählen wir die Pokéjobs aus. Und hier ist es jetzt so, ihr seht hier die offenen Stellen, die dauerhaft offenen Stellen, das ist für die EV, das ist hier erstmal nicht wichtig. Diese Stellen hier sind wichtig und die ändern sich täglich auch immer wieder, okay? Und hier ist es jetzt so, ihr seht, das sind verschiedene Sterne. Und desto mehr Sterne ein Pokéjob hat, desto mehr Erfahrung gibt er auch. 10 Sterne ist das Maximum, was man haben kann. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dass desto mehr Pokéjobs du machst, das kommt mir jetzt aber nur so vor, das ist nicht fix bestätigt, aber mir ist vorgekommen, desto mehr Jobs ich mache, dass ich dann auch fast immer Jobs habe mit so hoher Sternanzahl. Also, dass das immer halt besser wird und so, desto mehr man macht. Und ja, was sonst noch ist, es werden hier immer verschiedene Typen gesucht. Wie ihr hier seht, steht immer sowas dabei. Hier zum Beispiel, Hilfe beim Pflücken unserer Felder gesucht. Wir hoffen, dass sich insbesondere Pokémon mit starken Armen angesprochen fühlen. So, mit starken Armen und dann wisst ihr, das ist jetzt eine Andeutung also auf Kampf-Pokémon. Oder sie wollen welche mit starken Armen. Das bedeutet jetzt, es ist am besten, wenn ihr hier Kampf-Pokémon reinschickt. Okay, ihr müsst das nicht tun, es gehen auch andere Pokémon, aber wenn ihr einfach Pokémon mit dem richtigen Typ dabei habt, dann bekommt ihr 20% mehr Erfahrung für die, wie für ein Pokémon, wo halt nicht der richtige Typ ist. Was haben wir hier? Oder hier schreiben sie es direkt an, wir suchen Stahl-Pokémon. Dann weiß man es direkt, ansonsten muss man vielleicht ein bisschen rätseln. Und ja, wir probieren jetzt einfach mal eins aus. Was wollen sie hier? Pflanzen. Sauberes, klares Wasser. Ah, Wasser-Pokémon wahrscheinlich. Ja, wir nehmen einfach eins. Ist jetzt eigentlich egal zum Zeigen. Hier habe ich ein paar Traslers. Die sind eh alle Level 1. Können wir auswählen. Da müsste man auch so machen, genau, dann kann man sie einfach so auswählen, welche man möchte, wie viele. Man muss nicht unbedingt die 10 jetzt voll machen. Ich kann jetzt einfach auf B klicken und dann fragt er mich, ja, willst du mit diesen 8? Passt. Und auf Entsenden. Und hier, ganzer Tag natürlich. Wir wollen das Maximum, ein ganzer Tag ist auch perfekt. Sehr schön. Je nachdem, wie viel Pokémon ihr habt, macht ihr natürlich hier gleich voll. Ich mache jetzt eins zum das zeigen. So, und jetzt müssen wir dafür sorgen, den Glitch zu aktivieren, damit wir den Tag nach vorne spulen können. Das machen wir so. Wir gehen auf FS, Kampfstadion, gehen hier auf Rangkampf und wählen dann einen Kampf aus, Einzelkampf oder Doppelkampf. Das ist völlig egal. Und hier ist es einfach so, ihr müsst den Kampf machen, also bis zu Ende durchführen. Ob ihr im Endeffekt gewinnt oder verliert, ist egal, aber ihr dürft nicht aufgeben. Das ist ganz wichtig, okay? Ihr müsst den Kampf bis zu Ende durchspielen. Ich mache das jetzt nicht, ich habe das vorhin schon gemacht, weil sonst ja, geht das Video wieder zu lange. Also, nachdem ihr dann diesen Rangkampf beendet habt, steht ihr hier. Ihr könnt eigentlich hier direkt am PC auch stehen bleiben und wir drücken die Home-Taste. Gehen auf Einstellungen, runter auf Datum und stellen den Tag 1 nach vorne. Und hier würde ich jetzt dazu empfehlen, jetzt wo ihr den Kampf gemacht habt, ist eh genug Zeit vergangen, aber nachher, wenn ihr das öfters macht, kann es passieren, dass der Pokéjob noch nicht fertig ist, weil ihr noch eine Minute zu früh seid. Also ich würde einfach hier empfehlen, einen Tag vorstellen und eine Minute, dann seid ihr safe an einem neuen Tag und könnt eure Pokéjobs abholen.
So, wir gehen auf Pokéjobs. Und hier haben wir gleich schon der Erledigte. Und hier auch zu sagen, was mir aufgefallen ist, dass ab und zu die erledigten Stellen irgendwie da ganz nach unten rutschen. Und die ganz nach unten sind. Und ich dachte mir, hey, ich habe doch mehr reingetan, wo ist das? Bis ich gemerkt habe, ja, ab und zu rutschen die Erledigten irgendwie da nach unten. Dass ihr das auch wisst, dass das passieren kann. Gut, wir holen unsere Pokémon ab. Oh, und erledigt steht. Wenn das jetzt der Typ gepasst hätte, dann kommt noch so ein bisschen so ein Glitzern mit und ja, das seht ihr dann. Oh, und zwei Wiederbälle. Ja, danke schön. Und ja, das könnt ihr jetzt so oft machen, bis eure Pokémon das Maximum erreicht haben. Und wie ihr jetzt seht, ich habe die Pokémon vorhin extra in Box 2 gelegt, weil da müsst ihr nämlich aufpassen, wenn ihr die Pokémon auswählt, die ihr abgebt, die kommen nachher nicht wieder an den Platz zurück, wo ihr sie vorhin hattet. Die werden nämlich, angefangen bei Box 1, abgelegt. Sollte Box 1 jetzt voll sein, dann werden sie in Box 2 gelegt. Und das kann auch sehr gefährlich sein, wenn ihr nämlich zum Beispiel in Box 1 irgendwie 26 Pokémon habt, in Box 2 habt ihr 20 und so weiter, dann werden eure Pokémon halt überall irgendwo verteilt und ihr müsst die nachher suchen. Also würde ich empfehlen, je nachdem wie viele Pokémon ihr am Trainieren seid, halt Box 1 oder Box 2 freizuhalten für dieses Szenario. Ja, gut. Ich packe die gleich nochmal rein. Damit ihr seht, wir können das gleich nochmal machen und müssen natürlich jetzt nicht noch wieder einen Rangkampf machen. Wir haben einen gemacht, das bleibt jetzt so. Also erstmal, wenn ihr natürlich jetzt die Konsole ausschaltet oder das Spiel neu startet oder sowas, oder auch bei einem Tausch, wenn ihr einen Online-Tausch macht, dann wäre der Glitch wieder weg und ihr müsstet wieder fighten. Aber jetzt haben wir ja nichts anderes gemacht, wir stehen immer noch hier vorm PC. Können wieder runter, ich mache das Datum wieder einen Tag nach vorne und eine Minute zur Sicherheit, hoppala, dann muss ich da auch, sonst bin ich zurückgegangen, sonst wäre ich zurückgegangen, hoppala, das wollte ich nicht. Pokéjobs. Und ja, wir haben wieder erledigt, können wieder unsere Pokémon abholen. Und das war's eigentlich mit dem Video. Das könnt ihr jetzt eben unendlich lange machen, sozusagen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim EP-Farmen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!